Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zum teuersten, spektakulärsten, atemberaubendsten und heute sexiesten Format auf YouTube. Denn ihr habt mir auf Instagram meine Frage beantwortet, ob ich denn mal gerne so ein Orb-Opening machen soll mit den Sachen, die quasi gerade im Shop zur Verfügung stehen. Und ihr habt gesagt, ja, mach es, tu das. Ihr habt mir geschrieben, ihr könnt mir übrigens auch auf Instagram folgen, da werde ich sowas öfter machen. Einfach mal nach eurer Meinung fragen, was ihr euch wünscht und was nicht. Der Instagram-Link unten in der Videobeschreibung. So, ich werde heute ordentlich was aufmachen. Wenn ihr bis zum Ende durchguckt, ja, abonniert, liked und kommentiert, dann könnt ihr selbstverständlich auch die 10 Euro Paysafe-Karte gewinnen am Ende des Monats und vielleicht selber so ein Opening machen, wer weiß. Wir werden nämlich heute die Orbs aufmachen, die Ordnungsmarken, die guten alten. Aber bevor wir das machen, mache ich eine normale Kiste auf, um einzusteigen und es ist ein Champion-Splitter. Das ist natürlich sehr, sehr schön, um dann direkt so einzuleiten in das, was uns heute erwartet. Wahrscheinlich wieder sehr viel Pech. Ordnungsmarken habe ich mir gekauft. Und ich denke, wir machen diese Ordnungskugeln. Man kann hier verschiedene Sachen damit kaufen, Schlüsselfragmente zum Beispiel. Das heißt für 120 insgesamt, dann kannst du so ein Ding aufmachen. Dämmerklingensymbol von Ribbon, Gamma Hextech, Champions Splitter, na, brauchen wir nicht mehr. Nemote, Dämmerungsribbon und Symbol und Rahmen und sowas brauchen wir aber alles nicht. Wir wollen die Ordnungskugel haben, denn wir haben eventuell mit etwas Glück zwei Edelsteine drin, zusätzliche Ordnungsmarken, als auch Hextech Any Splitter, den einzigen Hextech-Skin, den wir bis dato noch nicht haben. Und garantiert Legacy-Skins. Und Legacy-Skins, meine lieben Freunde, das sind Skins, die es momentan nicht mehr zu kaufen gibt. Also können Glück haben. Wir werden als erstes unsere Ordnungstruhe direkt hier aufmachen. Seid gespannt! Und es ist Friedensphönix Anivia, den hab ich schon. Den gab es irgendwie bei, ich glaube, den Vancouver Winterspielen oder sowas. Hab ich den schon? Ja, den habe ich schon. Ist aber egal, ist wie gesagt Legacy, ne? Den kannst du so nicht mehr kaufen. Das heißt, mit etwas Glück hast du ja Raritäten drunter. Mit viel Pech hast du aber irgendwelche Bildeskins dabei, die halt auch noch scheiße aussehen. Wir stellen erstmal alles, was noch her, was wir so können. Ja, stell her. Ich fühle mich gerade so wie so ein bisschen in der Fabrik. Ja, hier ist wirklich Akkordarbeit angesagt. So, zwei können wir noch machen. Das ist Numero Uno. Und das ist Numero Dos. Ne, das ist sogar Numero Tres sogar schon. Und last but not least, selbstverständlich. Jetzt haben wir insgesamt vier Stück. Vier Stück zu öffnen. Das heißt aber, das sind die Truhen, aber ihr braucht keinen Schlüssel dafür. Die Ordnung muss wiederhergestellt werden. Und bitte, 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 Hextech Annie, bitte! Oh, nice! Schneetag-Syndra ist der übelst geilste Syndra-Skin überhaupt. Ich glaube, ich habe ihn schon. Aber ist egal, den kann ich nämlich für relativ viel erzaubern. Also, denk drüber nach, ne? Können wir mit leben. TPA-Mundo, ich glaube, den habe ich auch schon. Und Ordnungsmarken, ich habe schon gesehen im Ansatz. Und dadurch können wir uns auf jeden Fall noch eine Ordnungskugel machen gleich. Das heißt, wir haben gleich noch drei zu öffnen. Junge, das ist der Schneeball-Effekt. Ja, das eine kann ohne das andere nicht existieren. Wir werden noch drei öffnen, liebe Freunde. Ich bin gespannt, bitte. Hextech Annie. Fuck! 20 Ordnungsmarken. Ist jetzt nicht das Schlimmste, was passieren kann. Aber den Thundermann, glaube ich, habe ich auch schon. Wo ist er denn? Das war was anderes. Genau. Den Kriegsherr-Thundermann habe ich auch schon. Aber wir haben auf jeden Fall noch zwei. Visiermalsaha ist ein Scheißskin. 20 Ordnungsmarken. Das könnte besser sein. Last but not least, Leute. Ich brauche eure Genki-Dama-Kraft. Sonst funktioniert das nicht. In my mind. Ist es, ihr Hextech Eddie? Kann man durchaus mit leben mit der Winterwunder-Lulu. Das ist wirklich, das ist voll okay. Hab ich sogar noch nicht mal. Ja, lol. Aufwerten muss ich die. Ich muss jetzt erstmal, also, ich kann jetzt erstmal rerollen. Belo. Bello. Bello, Bello. Was ist noch Bello? Du bist nicht so ganz so Bello. Du bist auch nicht ganz so Bello. Du bist auch nicht ganz so Bello. Du bist Bello. Erster Reroll. Vielleicht krieg ich ja jetzt 60 Handy raus. Wäre auch geil. Ungewonnener Xerath. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Xerath-Skin. Ich spiele noch nicht Xerath, von daher. Aber ich werde die beiden jetzt entzaubern hier, die ich nicht brauche. Und, warte, Schneetag sind. Ah, den kann ich auch entzaubern. Hätte ich das vorher machen können auch schon. Aber dafür kann ich Winterwunder-Lulu noch holen. Die Aufwertung findet statt. Das Orb-Opening, das hat sich schon mal gelohnt. Den kriegt man so nicht mehr. Nur zum Winter. Permanent freischalten. Jetzt habe ich Winterwunder-Xerath. Dann habe ich Winterwunder-Lulu. Ne, nicht Winterwunder-Xerath. Rungewonnener Xerath.
Ist nicht so mega Hammer, aber ich glaube, wenn du dann so wirklich auf einen klassischen Skin aus bist, der hundertprozentig nicht mehr zu haben ist, dann ist das ganz okay. Besonders halt, wenn du potenziell, ne, die Sachen hier irgendwie hast, also wie zum Beispiel Hexech Annie oder zwei Edelsteine, dann ist das schon in Ordnung. Ansonsten muss ich sagen, oder ansonsten muss ich fragen, soll ich eins mit den Chaos-Dingern auch nochmal machen die nächsten Tage? Die Chaos-Marken? Vielleicht habe ich da ja mehr Glück. Wer weiß das schon? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch einen ganz, ganz schönen Tag. Denkt daran, Pacers-Karten-Gewinnspiel. Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns morgen mit einem neuen Video wieder. Habt einen ganz, ganz schönen Tag. Ich wünsche euch was. Das war nicht geplant. Don't tell Nina. Tschüss!